Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, da ich am Sonntag einen Livestream gemacht habe, war es die richtige Entscheidung zu brechen. Weil wir sehen, kommt Feucht von oben. Und da wir jetzt schön getroffen haben, werden wir uns jetzt dem Ansehen wieder widmen. Ich habe genug Rohstoffe gesammelt, was noch da. Muss ich jetzt alles in vernünftigen Bahnen ansehen kann. So, wir machen L2, machen wir noch mal Getreide. So, machen wir Weizen. Fangen wir damit an gleich. So, wir machen mal ein bisschen Licht ins Fahrrad. Bei A dunkel, B Regen. So, Dele. Gestern war wirklich, also am Sonntag wirklich noch die Felderbäder rund, alle runtergedroschen. Was hätte ich sowas geahnt? Aber wir haben ja regelmäßig auf Twitch folgt, was wir mitbekommen haben. Ist das Twitch, also Twitch ist eine Runde gespoilert oftmals. Bei Let's Play zeigt immer bis 20 Minuten von dem vielleicht, wo ich im Livestream 4, 5, 6 Stunden machen kann. Ist so Let's Play immer bloß ein Bruchteil des Ausschnitts, was hier läuft auf dem Server. Muss ich ja dazu sagen, dass das läuft ja ganz Spaß, läuft ja auf dem Server. Ich habe noch mal geguckt, ob das Update für den Ballenwagen schon da ist. Von dem Glas Pack, von dem Glas kleinen Ballenpack. Oder ob Andi da noch eine Runde wartet. Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich habe jetzt nicht geguckt. Zeitpunkt der Aufnahme. Hat er am Wochenende geguckt, am Sonntag, Nachmittag, frühen Abend, da war noch nichts zu sehen. Aber bis dahin sind ja wieder 2 Stunden ins Land gestrichen. Muss man ja jetzt einfach so dazu sagen. So, tun wir es mal ansehen, soweit wir mal kommen. Jetzt im Let's Play. Das denke ich mal, wird dann wieder im Livestream fertig gemacht, sei denn, komme jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht zum Livestreamen. Wir werden sehen. Wir werden einfach sehen. Ich kann nur wieder mal eine Tierversuchungsfolge machen, wenn ihr das gerne sehen wollt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten seht. Ob Ernten, das, dies und jenes. Da versuche ich die Let's Plays dann so ein bisschen auszurichten. Klappt nie immer, muss ich dazu sagen. Gerade wenn ich Spätschicht habe, ist nie viel mit Streamen. Da lebt man von einem Tag auf den nächsten immer wieder. Aber ich versuche gewisse Sachen vorzuproduzieren. Das ist abwechslungsreich und nicht immer so eintönig wird. Wir mal hier und da mal dort mal irgendwas machen. So, Deli.
Wieder was geschafft, halt ausschalten, hochklappen, Wurstfinger wieder. Die guten alten Wurstfinger. So. Kampf der Elemente mal wieder. Was will ich machen? Angesät werden muss. Und wir brauchen die Kohle, die auf dem Feld dann wieder steht. Da hilft alles nichts. Ich muss auch noch Zeug verkaufen von der letzten Ernte. Das habe ich alles eingelagert erstmal. Weil ich ja hier erstmal die Felder wieder so weit haben möchte. Dass hier was vorwärts geht. Und daher verkauft man das dann später. Ich muss sagen, ich habe schon gut gewirtschaftet jetzt hier. Knappe 250k haben wir schon zusammen. Entschuldigung, irgendwie hat mir eine leichte Erkältung eingeflüsselt. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber es will ich machen. Ach ja, Regen hat man schon lange nicht mehr. Na, man denkst du. Jetzt, wo man so einen Haufen Regen hat, muss ich sogar ein bisschen tricksen. Habe ich das Safe-Gameplay runtergeladen, in Singleplayer, und dann habe ich das mit dem F11-Tuf den Regen ausgeknipst. Weil ich das ewig ziehen darf mit dem Regen, ich wollte ernten oder musste ernten. Irgendwas war da.
So weit, so gut. Und absenken. So. Voilà. So weit, so gut. Ach, der Knut. Oha, gut, bald. Wieder Saatgut nachfüllen. Gucken, ob es für das Feld noch reicht. Viel ist es ja nicht mehr. 5% sollte aber eigentlich fast passen. Muss gucken. So, rutschen. Könnten noch enge werden, gerade 4% Verballer für die Bahn. Aber ich muss sagen, die Bahn wäre jetzt kürzer. Bei 4%. Bleibt erstmal bei den 4%. Unwürdiger. Dann kurz aber wohl. Kann man in dem Fall gemeiner Fall war es kurz vorm Wechsel. Ich weiß nicht, wie weit die 20% schon angeschnitten waren auf die 1900. Ach ja. Kann man das nicht ganz so verallgemeinern? Was könnte passieren? Ich muss vorher nachfüllen. Bleibt trotzdem immer noch bei den 4%, warum auch immer. Habe ich noch zwei Bahnen, das ist nämlich leer.
Die hoch und die andere runter, da sind wir nämlich leer. Kommen sie nicht gleich leer. So 120 Liter noch. Machen wir schon mal die Klappe auf. So, kann man auch mal zusammenklappen. Hier haben wir alles. Oder unten das Stückchen. Und dafür reichen die 30 Liter Saatgut, also 1% nicht mehr. Dünger könnte gerade so reichen, aber wenn ich immer nachfülle, fülle mal alles nach. So. Gucken, wie lange es diesmal regnet. Ich meine, ich habe jetzt vor wieder 3 Tage Zeit bis zur Ernte. Da wird es dann die ganze Zeit tropfen von oben. Oh, 6000 Liter haben wir noch. Weil wir Saatgut herstellen. Wie immer können wir noch auffüllen, dann ist jetzt das Ding leer. Da kann man ja wieder kann man wieder ein paar Mischungen machen. Ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, regelmäßig so ein paar Mischungen an Saatgut und sowas zu bauen. So, Klappe zu, Affe tot. Letzten Meter mit Weizen drehen. So, da haben wir das erste Feld schon mal so gut wie geschafft. Ja, passt in die Folgenlänge. Immer guter Dinge. Wenn das so zusammenpasst, bin ich immer ganz happy. Ein Feld, eine Folge. So, Hammer schalten wir aus, wechseln wir durch auf Soja, würde ich sagen. In Soja hat man gerade Raps. Braucht nämlich das Stroh für den Komposter. Ich muss aber wahrscheinlich nochmal die Map ein bisschen tunen. Mit dem Silo da was anderes eintragen mit. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst kein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.